Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Wir haben hier jetzt ein schönes Steak bekommen von diesem komischen Viech hier. Ich brauche eine Planke. Und ich dachte mir, wir braten das mal, oder? Mal schauen, wie ergiebig so ein Stück ist. Ich suche nur gerade meine Planken, aber ich glaube, die habe ich hier, ne? Hier drinnen. Da drinnen. Nein? Wo sind meine Planken? Habe ich überhaupt noch welche? Sonst muss ich schnell das hier machen. So. Das müssten genug Planken sein. Dann gehen wir wieder rauf. So. Es soll machbar sein, diese Viecher zu töten. Haben wir gerade vorhin gesehen. So. Vielleicht. Ja. Vielleicht habe ich so viel Glück, dass wir die ausrotten können. Prost. Das wäre zumindest schon mal was. Ich gehe noch schnell frisches Wasser holen, bis der Fisch hier soweit ist. Der Eintopf wäre fertig. Den lasse ich aber mal. Den lasse ich warm. So. Und so. Passt. Und dann noch unser Nom Nom Nom. So. Dann will ich gerne wissen, wie groß dieses Stück Fleisch hier ist. Weil es schaut schon recht groß aus. Ich hoffe, dass es so fast so groß ist wie hier der Fisch. Ich würde gerne mal eins braten. Wenn der mal soweit ist. Passt. Und zack. Oh. Passt schon. So, ein weiteres Mal. Probieren wir unser Glück. Eine Ratte haben wir schon getötet. Drei oder vier Schläge braucht sie hier mit dem Speer, glaube ich. Ich muss halt lernen, wenn sie mich anspringt, dass ich auf die Seite hüpfe, dann ist sie quasi kurz so eine Art, so wie gestunt, so in der Richtung. Jetzt willst du da rauf? Der Hai ist auch schon hungrig. Ja, das habe ich mir jetzt selber zu Schulden kommen lassen. Ach Gott. Weil das halt so lästig ist, hier. Jetzt bin ich natürlich verletzt, jetzt sollte ich das vielleicht nicht machen. Hier weiter erkunden. Da oben ist die Ratte. Ja, das ist jetzt schon finster auch wieder. Habe ich das jetzt mal geöffnet? Nein, das war eins drüber. Da muss ich jetzt quasi runtergehen. Damit das klappt, na servus Kaiser. Schau. Ich will gern hüpfen. Ja, mit Sprung. Mit Schwung, so. Also es waren jetzt zwei Ratten sozusagen. Eine haben wir schon besiegt. Jetzt wäre die zweite fällig. Die da unten halt noch ist. Ausweichen. Pieksen. Okay, das hat mal nicht hingehauen. Und pieksen. Das haut nicht hin. Wieso nicht? Du Mistviech. Ich muss weg. Schnell weg. So. Boah, ey. Mal kurz heilen. Wieso hat das jetzt nicht hingehauen? Du sollst ihn pieksen. Was? Ernsthaft? Alter, mich trifft hier noch der Schlag, ey. Kommt das Viech jetzt hier hoch? Freilich. Schau, sie trifft nicht. Das macht die doch absichtlich. Dieses blöde Weib. Trifft sie nicht? Ich glaube, ich träume. Alter! Nee. Das ist alles nur nicht normal, echt. Pieksen! Treffen! Kannst du das nicht? Jetzt muss ich halt 2 Stunden warten, bis wir wieder regeneriert sind, ne? Gesund sein wäre schon nicht schlecht, bevor ich mich nochmal diesem Mistvieh darstelle. Boah, ey.
Ich hoffe, das ist dann genug, dass es nicht noch eine dritte Rate gibt. Echt. Mistviecher. Muss mal geduldig sein, leider. Das mit dem Regen geht halt nicht besonders schnell. Der geht da voll ab, ey. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. Sowas von nicht treffen, ne? Steht eh schon unter meinen Füßen. Geht nicht. Trifft nicht. So, was ist jetzt da? Heilst du dich nochmal oder wird das heute nichts mehr? Das könnte ja auch gerne etwas schneller gehen. Dauert halt eine Stunde wahrscheinlich oder so. Wird vorher wieder finster werden wahrscheinlich. So. Ja. Ja, jetzt geht's, glaube ich, schon langsam wieder. Könnte ich es versuchen. Jawohl. Jawohl. Du bist hässlich, echt. So, geht ja. Okay. Durchschnaufen. So, jetzt sollten wir etwas Ruhe haben. Aha, von da drüben. Ist es dann rausgelaufen? Schön. Und konnte uns somit wehtun. Schön. So. Da geht's nochmal rauf. Jetzt wollte ich nur schauen, hier ist nichts. Wahrscheinlich gibt es in jedem Stockwerk eins so ein Viech. Auf jeden Fall mal eine Truhe. Schrotthaken. Wow. Das ist ja nice. Benötigt grüner Schlüssel. Aha. Benötigt eine Bombe. WTF? Wo soll ich eine Bombe herkriegen? Mhm. Klar. Man hat ja sonst nichts zu tun. Jetzt will der eine Bombe haben. Eine Bombe, verstehst? Eine Bombe. Alter, ich will da rauf. Ich werde auch gleich zu einer Bombe, echt. Wo bitte soll ich denn da jetzt eine Bombe herkriegen? Jawohl. So, hier müsste jetzt nochmal auch noch so ein Rattenviech sein, oder? Ist jetzt aber nur... Ah, okay, verstehe schon. Da brauche ich jetzt diese Karte, damit es weitergeht. Okay, da komme ich so nicht rein. Ja, ja. Alles klar. Gut, dann also wieder nach unten. Okay. Alter Schwede. Na... Da werde ich nicht alt. So, wie komme ich jetzt runter? Also wirklich runter, runter. Einen Wagenheber müsste ich auch bauen, damit ich das wegmachen kann.
Wagenheber. Wo soll ich denn das alles herkriegen, bitte? Ja, sicher. Sie spawnen die Sauviecher wieder, oder es gibt drei. Wow. Alter. Spawnen die wieder? Mann, jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Da wird man langsam sauer, ne? Hallo? Ich probier's nochmal. Gucci Gucci. Da geht's auf jeden Fall runter. Viechlein. Hallo? Der Nachteil ist halt hier, dass du nicht raushüpfen kannst. Nur hier. Das heißt, wenn ich das Viech pulle, muss ich schauen, dass ich hierher komme. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Großartig. Einfach großartig. Ja. Da müsste ich versuchen. Na, war klar. War klar, dass das so nicht geht. Ja, natürlich wird es wieder dunkel. Ich wollte jetzt versuchen, noch den Weg hierher zu rennen und da die Tür noch zu öffnen. Das wollte ich noch schaffen. Mann. Also das mit dem Hüpfen, ne? Ja, natürlich. Die will halt wirklich nicht zurecht. Das geht jetzt auf einmal wieder tadellos. Wollte ich jetzt nur mal probieren. Das Dunkel ist halt jetzt echt, oder? Ist richtig doof jetzt, ne? Soll ich wieder zum Floß zurück? Ja, abwarten bringt ja nichts, ne? Ach, das ist kacke. Aber ich könnte mal was essen. Und einen Schluck trinken. Dann probiere ich halt nochmal schlafen zu gehen. Das Fleisch noch zu kochen. Also zu braten. So. Ach, herrje. Und dann versuchen wir nochmal die eine Ratte da zu killen. Ich hoffe, die spawnen nicht alle wieder. Oder waren es wirklich drei immer? Boah, das ist halt schon übel. So. Mahlzeit. Ja. Das ist schon übel. Gut, ich werde jetzt den Haken noch schnell in die Kiste hier stopfen. Und einmal schnell hinlegen. Dann natürlich noch schnell was trinken. Und dann probieren wir nochmal unser Glück mit dieser Scheißdreck von Ratte. So. Schnell nachfüllen. So.
einmal noch. Sehr gut. Haben wir hier drüben. Wie schauen wir da aus? Können wir uns noch einen Schluck gönnen? Hopp, so. So. Und die machen wir noch voll. So, jetzt passt's. So. Okay, Proviant. Ein bisschen was zum Essen brauchen wir noch. Schon wieder zu wenig Feuer hier. Gönnen wir uns eine Frucht vielleicht. Eine Ananas tut's auch. Nom nom. Vielleicht noch eine Mango. Und vielleicht noch eine Ananas. Ananas sage ich, eine Kokosnuss. So. Jetzt haben wir ein bisschen gestärkt. Etwas Proviant würde ich gerne mitnehmen, tatsächlich. Da wären wir nochmal hier. Einmal, zweimal, dreimal, wenn wir das braten, wenn der hier fertig ist, der Kerl. Achso, das kann man gleich. Okay. Da hätten drei Stücke Fleisch Platz gehabt. Okay. So, und jetzt? Aus, weil keine Planke. Mann, ey. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann nehme ich noch eine Wassermelone mit. Esse ich die noch schnell. Wo es nichts bringt. Nehme ich halt noch eine mit. So zwei. Hoppala. Oder eine. Nehmen wir zwei mit. So. Eine, nehmen wir halt eine mit. Okay. Gut, dann versuchen wir nochmal unser Glück. Und dann wird der Part eh schon gleich zu Ende. Tschüss. Diese Viecher, ne? Lästig sind sie schon. Wäre halt super gewesen, wenn wir schon etwas bessere Kleidung hätten. Ich glaube, das wäre auch schon geholfen gewesen, ne? Aber haben wir leider nicht. So. Und hier hinten wird wohl nichts versteckt sein, oder? Na. So, Viech. Mann, hüpf doch. Habe ich es jetzt nur gehört, oder? Boah, ey. So, das hätte ich schon mal. Schnaufen höre ich es nämlich, ne? Aber sehen tue ich es nicht. Okay, Schlüsselkarte. Die Tür bleibt offen, das ist nicht gut. Grüner Schlüssel. Okay, der ist für ganz oben. Gut, das hätten wir schon mal. Das lief gut, gut, gut. Wow. Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Könnte ich hier raufhüpfen zur Not? Naja, schlecht als recht. So. Was haben wir hier? Gar nichts, die ist einfach nur kaputt. Gut. Das hätten wir auch. Vierstelliger Code. Okay, das ist wahrscheinlich oben dann. Für den Tresor und da ist wahrscheinlich die Bombe dann drin. Super. Das zudem. So, jetzt muss ich von.
Jetzt muss, kann ich hier nach oben, glaube ich, ne? Das konnte ich schon, ne? Also ich verhüpfe mich wieder. Jetzt würdest du bitte machen. Man muss das nicht mit dem Sprint machen. So, jetzt geht's. So, jetzt wären wir mal ganz oben. Mit ein bisschen Glück. Wow, Gottchen. Ist das... Lol, jetzt kann ich da nicht drunter. Okay. Das ist etwas zu niedrig gebaut hier. Ist hier ein Viech? Ja. Schnell, 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 schnell. Lol? Obwohl, da kommt er schon. Dann schauen wir mal, ob der Bug noch geht. Hallo? Na, das war jetzt kein... Meh. Das war jetzt keine Absicht. Hallo? Mistviech? Hä? Ei, wo ist es denn? Hä? Ist jetzt auf der anderen Seite, oder was? Hallo? So kann ich doch meinen Trick nicht verwenden. Hallo? Doofes Viech. Ist jetzt wieder komplett zurückgelaufen, oder was? Gekommen, ich habe mich schon gefreut. Hallo? Hä, wo ist es denn hin? Weg. Naja, gut. Hier war das jetzt mit dem grünen Schlüssel, ne? Genau. Ein Klo. Mach hier mal zu. Ich hoffe, ich sehe jetzt noch irgendwas. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, Sackgasse! Sackgasse! Falsch runter! Sackgasse! Sackgasse! Ich will hier raus! Verfluchte Scheiße! Hier, hier, schnell lauf, 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 lauf. Kommt er? Trottel! Hallo! Missgeburt! Au! Kruzifix! Jawohl! So, geht ja! So, kurz entspannen. Ja, ich werde mal ein bisschen Melone essen. Alter Schalter! Das ist eine gebratene? Ich weiß es gar nicht. Ich futter das jetzt einfach mal weg. Mahlzeit. Oh, ja, ich glaube, das war fertiges Essen. Wow. Nom, nom, nom. Boah, Schiwiki, ey. Da wird es einem echt manchmal anders. Okay. Gut. Ich hoffe, ihr könnt soweit was sehen. Ich habe mich... Habe ich die Stirnlampe gebastelt? Ich glaube einmal, ne? Weißt was? Bis ich mich erholt habe, werde ich mir jetzt nochmal eine Stirnlampe basteln, damit ihr auch was sehen könnt da drin, weil es echt verdammt finster ist. Für mich schon so dunkel. Ist besser, glaube ich. Heureka! So, also schnell zurück an Land. Nach Möglichkeit ohne Haibiss.
zurück zum Floß. Einmal schnell die Stirnlampe gebastelt, dann können wir im nächsten Part noch schnell das Schiffchen hier fertig erkunden und dann lasse ich es mal für heute gut sein. Das war jetzt knapp. Ja, der verjaust in meinem Floß, da komme ich gar nicht mehr vernünftig hin. Nee. Ach Gottchen, was soll's. So, ich brauche meine Batterie. Hier. So. Eine Batterie, dann brauche ich... Wo ist denn das Klumpert? Tauchen, Stirnlampe, Seil und Schrott. Ein Wunder, dass ich das noch habe. Halt, das ist kein Seil. Das ist auch kein Seil. Habe ich gar keine Seile mehr? Nein. Gut, dann baue ich mir halt welche. So, eine Stirnlampe. Gut. Gut. Jetzt habe ich vergessen, noch ganz unten hinzugehen. Aber ich wollte gar nicht, weil vielleicht ist da unten noch so ein Mistviech. Das wollte ich nicht verantworten. So, mal die Schätze schnell wegbringen. Das schnell anziehen. So, zuerst ausschalten noch. Dann kann... war es gerade ein Gequietsche? Egal. Habe ich mich vielleicht verhört. Nicht, dass schon die Ratten auf meinem Floß hier sind. Das könnte ich nicht gebrauchen. So, ich brauche noch mal ein bisschen Blanke. Sehr gut. Für oben mein Essen. Dann kann ich mich nämlich noch ein bisschen stärken. So. Auch hier noch schnell. Nom, 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 nom. Sehr gut. Und noch ein schönes Schlürfelchen. So. Dann wollte ich noch hier das Fleisch braten. Wenn das hier fertig ist. Das kann ich schon. Okay, auf die beiden muss ich noch warten dann eigentlich. So, wobei ich... Schade ist, dass man nicht mit der Tasse hier das Essen nehmen kann. Irgendwo. Irgendwie, weil... dann wäre das so ein, wie sagt man da? Das, die Tassensuppe da, ne? So, ich verdumme mich da immer. Mein Ton. Meine Schälchen. So. Ahoi. So. Eine gute Schale Suppe. Mahlzeit. So. Dann noch ein schönes Stück. Naja, das Fleisch muss nicht sein jetzt. Aber Gemüse können wir noch einmal in den Topf schmeißen. So. Passt. Und das wollte ich eigentlich mitnehmen für mich. Als eiserne Reserve. Dann noch einmal kurz hinlegen. Jo. Jo, ich könnte mich gleich hinlegen eigentlich. Dann das Essen abholen. Und dann passt das schon. So. Halleluja, Maracuja. Dann sind wir gerüstet normalerweise für den nächsten Tag. So. So. Durstig sind wir jetzt auch nicht mehr. So, schnell noch das bisschen Salzwasser nachschütten, dass wir immer frisches, gereinigtes Wasser haben. Und hier. Ja, gut. Wir haben keine Planken mehr, aber das sollte so. Sollte uns jetzt nicht stören. So. Dann würde ich sagen. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Schiff. Beenden dann den Part und versuchen, das Schiff noch fertig zu erkunden. Und ich hoffe mal, dass wir zu einer Bombe kommen. Das wäre echt super, dass das hier so gedacht ist, dass man... Haha, nichts erwischt. Dass wir das Schiff clearen können tatsächlich. Und jetzt bin ich gespannt, ob dieses ekelhafte Rattenviech sich wirklich resetten kann. Weil dann
Muss ich ehrlich sagen, dann habe ich es gerichtet, echt. Tatsächlich. Dieses Saufig resettet. Wow, Alter, lass mich raus hier. Alter. Dieses Saufig resettet. Muss das sein? So. Aber ich kann schon mittlerweile ein bisschen. Das Saufig resettet. Ich bin schockiert. Alle oder nur das eine? Ja, wahrscheinlich dann eh alle, ne? Ja. Buh. Ich habe schon was Knurren gehört. Das gefällt mir gar nicht. Hier drin war nämlich auch eins, ne? Ja. Wow! Lass mich raus. Lass mich raus! Verdammte Scheiße, echt. Wo ist es jetzt? Hä? Bin ich jetzt doof? Keine Ahnung, ich mache die hier mal auf. Wenn ich ein bisschen Platz habe. Ist das Viech jetzt abgehauen oder was? Ich sehe es gerade überhaupt nicht. Schon ein bisschen ekelhaft. Anzünder aufheben. Mhm. Das heißt, es gibt einen Anzünder. Das heißt auch, es gibt hier irgendwo tatsächlich eine Bombe. Schön. Wahrscheinlich ganz unten. Wahrscheinlich ganz unten. Das soll jetzt uns aber nicht stören. Hier soweit haben wir alles. Das heißt, ich kann jetzt da getrost nach unten. Und zwar wortwörtlich. Normal in auf diese Ebene hier. Da ist er. Na, was ist jetzt? Au. Wow, das war zu tief. Hoppala, das war ein zu tiefer Sprung. Wo bin ich? Verdammt, muss ich da jetzt hin? Darüber, ne? Oder? Wo bin ich? Na, andere Seite. Hoppala, Entschuldigung. Das war jetzt ein Hechtsprung. Und der Part ist zu Ende. Okay, machen wir es mal. Lassen wir es mal ausklingen heute. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.